Wir kommen jetzt in die fünfte Arbeitsgruppe, die quasi eine Evaluierung gemacht hat und sich mit der Frage beschäftigt hat, welche Erfahrungen die Landwirte mit den Greening-Maßnahmen gemacht haben. Dieser Berichterstatter für diese Arbeitsgruppe ist Dr. Thomas Gäbert. Herr Gäbert, auch an Sie die Frage, aus welcher schönsten Region Deutschlands kommen Sie? Ja, wir haben es relativ einfach. Mein Kollege und ich, wir kommen aus einer Agrargenossenschaft, gleich 20 Kilometer hinter der Stadtgrenze, heißt also Brandenburg. Wir wirtschaften hier auf den sicherlich schwierigsten Böden in ganz Deutschland. Noch dazu gepaart. Das ist eine neue Facette. Das ist eine neue Facette. Und das Ganze in Brandenburg ist es deswegen auch so besonders, weil wir von unserer Landesregierung die ganz klare Vorgabe haben, Förderung braucht ein brandenburgischer Betrieb gar nicht. Das heißt, wir haben natürlich auch weniger mit Bürokratie zu tun. Das klingt jetzt eher sarkastisch, aber so ist es letztendlich auch, wenn ich den Vergleich über die Bundesländer wage. Gut, aber das Greening müssen Sie natürlich trotzdem auch in Brandenburg umsetzen, oder? Genau. Also, ja, das ist tatsächlich so. Wir wirtschaften auf über 4000 Hektar und wir kriegen es in der Regel relativ gut hin. Die Umsetzung für uns stellt keine größere Hürde erstmal dar. Was man vielleicht damit erklären kann, auf der linken Seite haben wir Punkt 3, eine ganze Menge an Maßnahmen aufgezählt, Streifen, Brachen, Zwischenfrüchte, Leguminosen, und um nur einige zu nennen. Und ja, aus diesem Portfolio können wir schöpfen. Und dieses Portfolio ermöglicht uns wirklich eine regionale und eine standortangepasste Interpretation des Greenings, sodass es für uns überhaupt kein Problem war. Ganz klar, Punkt, positive Erfahrungen. Mhm. Verkaufen wir denn diese positiven Erfahrungen, die Sie da rausgearbeitet haben, hinsichtlich Image, hinsichtlich Sensibilisierung, verkaufen wir die eigentlich hinreichend positiv? Das ist ja etwas, womit wir auch dann eine zukünftige Absicherung der Agrarförderung betreiben könnten. Ich nehme das zumindest nicht so wahr in der Öffentlichkeit bisher. Dem kann ich auch nur folgen. Also wir sind aus den Arbeitsgruppen heraus schon der Meinung, dass es einen deutlichen Imagevorteil bringt, dass es eine höhere Akzeptanz der Landwirtschaft. Wir haben das formuliert mit auch Deutschland blüht, da gibt es auch unterschiedliche regionale Interpretationen. Aber es wird nicht bei weitem so genutzt, wie es genutzt werden könnte, um ein positives Image aufzubauen. Es fängt wirklich in der Diskussion in den Kreisbauernverbänden an und geht dann eben bis auf diese Veranstaltungsebene hoch. Etwas überrascht hat mich gestern, als ich die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe gesehen habe, dass Sie auch festgestellt haben, dass das Greening die Landwirte für Biodiversität sensibilisiert hätte, besser sensibilisiert hätte, als das vorher der Fall war. Was steckt da für eine Feststellung hinter? Ja, vielleicht kann man es so sagen, manchmal muss man die Leute, vielleicht auch manchmal die Landwirte zu ihrem Glück so ein bisschen zwingen. Es ist letztendlich so, dass man sich im Rahmen des Greenings, welche Möglichkeiten hat man, welche kann man wie wo umsetzen, sich natürlich mit den ganzen Rahmenbedingungen, mit den ganzen Werkzeugen des Greenings beschäftigt hat. Jetzt sind wir in der wunderbaren Situation, im Farmnetzwerk mit der BASF verbunden zu sein. Wir gehen dann auch noch einen Schritt weiter und sagen nicht, wir beschäftigen uns nur mit den Maßnahmen, wir haben das vorhin immer mit reine Prozessorientierung, sondern wir gehen auch ein bisschen weiter in Richtung Zielorientierung. Wo wollen wir denn eigentlich hin mit Nebenmaßnahmen? Und dann beschäftigt sich mit Landwirten natürlich nun, was bis dato tatsächlich wenig der Fall war, intensiv mit Stechimmen, mit aller Arten von Vögeln, Säugetiere und allem drum und dran. Also diese Sensibilisierung, diese Intensivierung hat wirklich tatsächlich stattgefunden. Ja. Gleichzeitig haben Sie aber auch hier festgehalten, dass Greening Multifunktionalität sichern kann. Da steckt die Frage der Win-Win-Situation wieder hinter. Oder was verbirgt sich dahinter? Das ist es genau. Das wurde von einigen Vorrednern schon angesprochen. Wir haben Brachen, wir haben Streifenelemente. Und wir können damit immer mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, um es mal so zu sagen. Wir haben einmal die Anrechnungsmöglichkeit im Greening, sichern uns diese rechtliche Komponente ab. Dann haben wir aber natürlich einen Bodenschutz,
damit einhergehend ein Erosionsschutz, eine Bodenverbesserung durch Humusaufbau, aber eben auch die Möglichkeit, als Pufferstreifen Gewässer zu schützen und so weiter und so fort. Also es sind wirklich vielerlei Aspekte, die mit bestimmten Maßnahmen einhergehen. Jetzt sollten wir uns natürlich hier nicht dem Vorwurf anheimfallen, dass wir das Greening zu positiv darstellen. Sie haben auch eine Reihe von negativen Punkten aufgeführt. Welche sind das im Wesentlichen, was die Landwirte drückt? Also zu dem allgemeinen bürokratischen Aufwand, der damit einhergeht, möchte ich jetzt gar nicht mehr so sehr eingehen, sondern vielleicht direkt auf den zweiten Punkt kommen, die Sanktionen, die Kontrolle. Nun unterliegt, all diese Maßnahmen unterliegen einer ständigen Kontrolle, einmal durch die antragsaufnehmenden Stellen und dann aber natürlich auch bei Vor-Ort-Kontrollen. Und da hat man eben das Problem als Landwirt, trotz dessen, dass man sich sicher ist, man hat sich an alle gesetzlichen Rahmenbedingungen gehalten, ich habe den Leitfaden von 400 Seiten perfekt erfüllt, bleibt trotzdem immer dieses schlechte Gefühl, wenn die Kontrolleure kommen, was suchen die, was werden die finden. Man geht eigentlich nicht mit dem guten Gefühl in die Prüfung, das man eigentlich bei der intensiven Bearbeitung durch die Landwirte dieser Problematik eigentlich haben müsste. Weil die zu komplex sind oder weil die alle auf Punkt und Komma erfüllt werden müssen. Was ist der Hauptpunkt? Also tendenziell natürlich eher Zweiteres. Mit komplexen Rahmenbedingungen hatten die Landwirte eigentlich noch nie Probleme. Es ist wirklich die Genauigkeit, die abgefordert wird, die teilweise ein Vernunftmaß überschreitet. Und zum Zweiten sind es einfach die Regelungen, die, als das Greening auf den Tisch kam, wir als Landwirte ganz klar gesagt haben, da hat doch nicht einmal ein Landwirt mitgearbeitet. Dann haben Sie noch mal ausgearbeitet als letzten Punkt, dass die Kombination zwischen Agrarumweltmaßnahmen und Greening suboptimal organisiert sei. Das hat natürlich mit den beiden Säulen zu tun. Mhm. Was kritisieren Sie da vor allem? Da haben wir vor allen Dingen das Problem, dass durch die Kombination bestimmter Maßnahmen wird es förderrechtlich miteinander verrechnet. Also man muss sich dann so entweder für das eine oder für das andere entscheiden und kann natürlich, was aus Biodiversitätssicht, was aus naturschutzfachlicher Sicht am optimalsten wäre, diese Ziele kann man nicht erreichen oder kann man nur schwierig erreichen. Das ist eben damit gemeint, dass es nur suboptimal organisiert ist, weil der Landwirt wäre natürlich durchaus gewillt, auch Maßnahmen aufeinander aufzusatteln, wenn es dann sich eben finanziell auch lohnt vom Aufwand her. Das ist klar. Also wir können nur bis zu einem gewissen Grade unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden. Irgendwann kommt einfach, das ist einfach so, der Punkt, wo wir sagen, es geht auch ums Geschäft, um die eigene Familie und um die Lebensmittelversorgung. Wenn man jetzt mal Positives und Negatives gegeneinander stellt, wie war die Stimmung gestern in der Diskussion? Kann man aus dem Greening in der Weiterentwicklung noch was Vernünftiges machen oder braucht man tatsächlich was Neues? Das war ja auch die Diskussion, die wir heute Morgen schon so ein bisschen hin und her geführt haben. Also wir haben jetzt bewusst auf jeder Seite 4 Punkte hier aufgestellt. Tatsächlich war die Liste viel länger und wir sind auch bei positiven Erfahrungen im Wesentlichen überwogen. Das äußert sich dadurch, dass wir daran festhalten, ja, Greening ist was Gutes, Greening soll und kann weitergehen, aber die negativen Erfahrungen sind tatsächlich Umsetzungsdinge, bestimmte Regelungen, Detailfragen und so weiter und so fort. Also das Greening per se, ich denke, liefert uns eine gute Grundlage. Wir müssen nur in den sachlichen Dialog kommen, um die Ausgestaltung insbesondere nach 2020 vor allen Dingen mit den Landwirten zu erreichen. Vielen Dank, Herr Gebert.